Hallo Leute, es geht weiter mit das schwarze Auge Satinavs Ketten. Wir waren zuletzt im Gespräch mit Isida, der Gauklerbraut, und sollen jetzt das Wagenrad hier wieder reparieren. Also würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal mit Geron hier um, gucken mal, was es hier überhaupt so alles gibt und ob letztendlich Nuri die sein wird, die ja Dinge reparieren kann, wie wir zuletzt erfahren haben, und ob sie denn das hier kann. Wolltest du nicht die Gegend auskundschaften, Rabe? Es ist Nacht und ich bin keine Eule, Dummkopf. Dann flattere zumindest irgendwo anders rum. Du hast die alte Frau zu Tode erschreckt. Ganz wie du willst. Ich bin Undank gewohnt. Okay. Ja. Wagentür, aber gucken wir uns erstmal das Teil des Wagenrads an. Die Achse ist zum Glück noch ganz. Ach, er rennt zum Zugpferd hin. Nicht, dass er auch von der anderen Seite hätte reden können. Das gestutzte Einhorn mag Geron nicht. Einhorn? Keine Sorge. Meine Imra ist stoisch wie eine Eiche. Und da fängt sie auch direkt an zu spielen. Manchmal muss ich sagen, ist Nuris Lachen zwar süß, aber auch so ein bisschen... ich finde kein Wort dafür, aber manchmal denke ich auch so, ja komm, übertreib mal nicht mit deinem Lachen. Dann wirkt das so ein bisschen gekünstelt, aber... Das ist einfach, weil sie halt auch so, weil sie nicht gekünstelt ist, sondern weil sie einfach so anders ja auch sein soll. So ein bisschen naiv und so ein bisschen, ja. Sie ist ja kein normaler Mensch. Abgeschlossen. Ja, wie ist denn das jetzt hier? Zwei Teile des Wagenrads, aber ein drittes fehlt mir irgendwie noch, oder wie oder was? Wo soll denn das sein? Uferböschung. Ist es da vielleicht reingeknallt? An den Ufern der Andra haben Gwynling und ich früher Libellen gefangen, die er dann aufgespießt hat. Lecker. Uferböschung. Augenblick, da liegt doch was. Teil des Wagenrads. Yay, ich hatte sogar recht. Cool, noch was? An den Ufern der Andra, die er dann auf... Nö. Da war er wieder, der Rechtsklick in einem Point-and-Click-Spiel. Nie zu unterschätzen. Nur mit dem zweiten sieht man besser. So, ich habe jetzt alle Teile. Nuri. Reparier das jetzt, weil ich glaube, ich kann es nicht. Nee? Ich schaue mich mal... Okay, also ich soll es doch reparieren oder what? Oder wir geben ihr das, hilft das? Jetzt kann Nuri es vielleicht heil machen. Ja. Du kannst also Sachen wieder ganz machen, ja? Ja, das ist leicht. Es ist wie dein Zerbrechen. Nur, dass man sich dabei vorstellen muss, wie die Scherben zusammenkommen und nicht auseinanderfallen. Es müssen aber alle Teile beisammen sein. Und das Wünschen ist wichtig, hat sie auch das letzte Mal gesagt. Macht sie es jetzt wieder heile? Aber ich habe doch jetzt alle Teile, oder nicht? Obwohl, wir könnten es ja auch erstmal selber an die Achse wieder versuchen zu tun. Vielleicht hilft sie ja dann von alleine. Erst muss ich das Rad reparieren. Ja, geht ja auch sonst nicht. Ja, aber wie denn? Schon kaputt. Gut, ich habe alle Teile. Und jetzt? Ja, Nuri soll das machen. Warum macht sie das nicht? Jetzt kann Nuri es vielleicht heil machen. Warum macht sie es dann nicht? Du kannst also sagen... Ja, das ist es, müssen aber... Es sind doch alle Teile beisammen. Oder es fehlt anscheinend doch noch mehr. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gehört da so ein kleines Stück noch dazu. Kann ich mit dem Messer vielleicht an der Uferböschung rumschnibbeln? Nicht so. Ja, wie denn dann? Oder kann ich mit dem Messer die Tür aufmachen? Wenn ich das Schloss aufbreche, nimmt die Puppenspielerin uns erst recht nicht mit. Dann schlitze ich das Zugpferd auf. Nein, bloß nicht. Das ist so schön. Ach, hier war noch was. Dachluke. Auf dem Weg komme ich nicht in den Wagen. Auf welchen denn dann? Jetzt lacht sie wieder.
Hey! Das gestutzte Einhorn mag Geron nicht. Einhorn? Keine, meine... Ja, dann reden wir sonst mit ihr nochmal. Bringt das was mit Isida? Wie geht es dir? Es geht. Isida. Jetzt mitfahren? Komm wieder, wenn du... Ja, nee. Beides nicht so sinnvoll irgendwie gerade. Ja. Die Achse. Endlich behauptet einmal niemand, ich sei schuld an dem Unfall. Vielleicht liegt ja hier irgendwo auf dem Boden noch was. An den Ufern der Erde, die er dann... An den Ufern der Erde, an den Ufern der Erde dann... Linksklick, Rechtsklick und so weiter, aber naja. Warum auch oben? Wagen, Tür, Wagen, Tür, Wagen, Tür. Achse. Ich verstehe es gerade nicht. Was sind das eigentlich hier für zwei Buttons? Ich weiß es nicht. Erst muss ich das Rad reparieren. Sie repariert es aber nicht. Das ist ja das Problem. Ich bin nicht sicher, ob's... Was soll ich da schneiden? Weiß ich nicht. Hier bedrohe das Pferd jetzt doch. Komm mir bloß nicht zu nahe, Gaul. Genau. Oder wir bedrohen Isida. Hier, Nuri. Messer an die Sie hat es einfach wieder ganz gemacht. Als wäre es nichts Besonderes. Nuri. Nuri, Nuri, helf doch mal. Wagentür. Aber wenn wir da jetzt versuchen einzubrechen, hat er ja schon gesagt, das wird nichts. Irgendwas muss ich übersehen haben. Außer Isida. Vielleicht das Lagerfeuer. Hoffentlich lockt das Feuer keine wilden Tiere an. Setz dich ruhig. Du siehst erschöpft aus. Geht schon. Vielleicht kann ich mit dem Lagerfeuer was machen? Das lässt sich nicht schneiden. Nein, du sollst auch nicht schneiden. Na, egal. Das Feuer hat genug Holz. Lass es ruhig ausbrennen. Ja, okay. Jetzt mach doch das doofe Rad wieder ganz, jetzt Nuri. Jetzt kann Nuri es vielleicht heil machen. Du kannst also... Ja, das ist... Es müssen aber alle Teile... Aber, was heißt das, dass ich noch nicht alle Teile beisammen habe? Was fehlt denn noch? Abgeschlossen. Viel ist durch die Löcher nicht zu sehen. Aber etwas? Viel ist durch die Löcher... Kann ich mein Messer da durchdingsen? Wenn ich das Schloss aufbrenne. Die Achse ist zum Glück noch ganz. Ich verstehe es nicht. Weiß nicht, was ich tun soll. Mit dem Rad. Nuri hat gesagt, finde alle Teile. Tja. Aber Alexis fand nicht alle Teile anscheinend. Ich weiß nicht. Vielleicht ganz klein im Detail, sodass ich nicht genug geguckt habe. Was fehlt? Gut, ich habe alle Teile. Und jetzt? Aber er sagt doch, er hat alle Teile. Ich verstehe es nicht. Was ist denn das hier? Also schön. Was? Ich wünsche mir... Ach so. Hey! Wirklich sehr komisch. Ein schönes Rad. Oh, du kannst zaubern? Oh oh. Nicht mehr viel. Bist du eine Druidentochter? Nein,
Ich bin Nori Darinella Wanda. Oh oh. Kannst du zaubern? So etwas nicht, aber ich kenne einen anderen Zauber. Wirklich? Ich glaube, das war nicht so gut, dass sie das direkt vor der gemacht Darian haben. Darian und ich haben unser Publikum geradezu geblendet. Gib acht. Ui, so ein schönes, helles Licht. Aber zauberst du immer mit diesem weißen Pulver? Welches Pulver? Und es tut dir nicht weh, Licht zu beschwören? Lindert das Pulver die Schmerzen? Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Jetzt weiß sie aber, dass Nori das kann. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Aber hey, das Blaue hier unten heißt ich wünsche oder was? Was ist denn dann das Gelbe? Hier ist gar keine Beschreibung gewesen. Jetzt bring schon das Rad an die Achse, Mensch. Also die zwei Sachen kann ich benutzen. Hallo, Rad an die Achse. Es hält. Wunderbar. Dann ist das Feenmädchen ja nicht völlig nutzlos. Kann ich? Was mache ich? Was? Das lasse ich lieber. Was bedeutet das denn? Dass es sich wünsche? Das, keine Ahnung. Aber das habe ich irgendwie am Anfang benutzt gehabt hier für irgendwas. Ja, okay, aber hier ist halt auch keine Beschreibung zu diesen Buttons hier unten. Ja, toll, ich wünsche, das hätte ich einfach nur machen müssen. Naja, jetzt wissen wir es, ja? Es hält. Wunderbar. Nori. Nori sagt bestimmt gar nichts, nee. Ich schaue mich mal weiter. Ja, hau rein. So, dann reden wir mal mit Isida, die jetzt Bescheid weiß. Das Rad hängt wieder an der Achse. Wärst du jetzt bereit, uns ein Stück mitzunehmen? Ihr habt den Wagen repariert. Und bei Travia, ein wenig Gesellschaft kann ich gut gebrauchen. Hier sind die Schlüssel zum Wagen. Ich bleibe noch etwas am Feuer. Also ist sie doch relativ vertrauenswürdig? Ich weiß nicht. Am Anfang ja, aber jetzt, wo sie weiß, dass Nori eine Fee ist, da denke ich dann immer, naja, wo sind denn jetzt die Schlüssel? Setz dich ruhig. Geht schon. Hat er die jetzt automatisch? Ja, okay. Es klang so, als hätte sie sie so hingeschmissen irgendwo. So ein Schlüsselwerfgeräusch. Dann gehen wir Lass da mal rein. Lass uns reingehen. Ja, Nori, komm mit mir zusammen in den Wagen. Der Tag war schön. Oh ja, und wie. Ich habe die Eichblattqueste gewonnen. Was machen wir als nächstes? Wir schlafen. Sieh mal. Das ist das weiße Pulver, mit dem die runzlige Frau das gleißende Licht beschwört. Ich habe gesehen, wie sie es ins Feuer geworfen hat. Rühr das nicht an. Wer weiß, was es ist. Ich schlafe auf dem Bett. Du schläfst auf dem Teppich. Was? Was war das? Es kam von draußen. Nein, hier war niemand. Sie lügt. Bedauerlich. Wer Lügen spricht, soll schweigen. Bitte glaubt mir doch. Hier ist niemand außer mir. Doch, sie sind hier. Sie will uns in die Irre leiten. Sie muss uns sagen, wo sie sind. Bitte, ich kann euch nichts mehr sagen. Dann können wir sie nicht unversehrt lassen. Verschwindet endlich! Die Zeit verrinnt so schnell in dieser Welt. Das Leben kürzt sich ab. Sie sind hier und wir finden sie. Oh oh. Was ist los? Zwei seltsame Gestalten suchen nach uns. Noch wissen sie nicht, wo wir sind, aber sie bedrohen Isida. Oh nein, wir müssen ihr helfen. Ich muss diese Kreaturen irgendwie ablenken oder vertreiben. Oh nein, also konnte man der Gauklerin doch vertrauen, aber da sind zwei Leute, die uns suchen, habt ihr ja gerade gesehen. Die halten mich nur auf. Puppenkopf. Er ist hohl. Was war das hier? Lappen? Okay, ich guck einfach mal, was hier alles so ist. Vielleicht können wir die ja mit dem Zeug hier ablenken, diesem Pulver. Mit bloßen Händen fasse ich dieses Zeug nicht an. Mit dem Lappen vielleicht?
Natürlich nicht. Ja, probieren kann man ja mal, Puppenkopf. Ah. Hoffentlich hält das Pulver, was es verspricht. Okay, jetzt habe ich schon mal das Zeug im Puppenkopf. Und brauche Feuer? Oder schmeiße ich das da einfach nur hin? Ja, gut. Dann Riegel. Dachluke. Dann gucke ich mal nach oben raus. Bevor wir uns hier einschließen, können wir auch gleich aufgeben. Heißt? Dann eben so. Wenn ich jetzt rausgehe, entdecken sie uns. Bevor wir uns hier einschließen, können wir auch gleich aufgeben. Ah, hier, vielleicht... Die Tür bleibt zu. Auch nicht. Wo soll ich denn dann die ablenken können? Nuri? Wir müssen Izzy da helfen. Bleib du bei der Tür. Oh Gott. Die halten mich nur auf. Wozu sind sie denn dann da? Ja, dann nimm das Zeug mal und schmeiß das... Natürlich nicht. Schmeiß das daraus oder daraus? Wird doch nichts. Dann daraus? Ich muss das Ziel im Auge behalten. Ja, ich versuch's ja schon. Leiter. Ach so, weil ich nicht nach oben einfach hinkam, deswegen. Dann... Wunderbar. Sie will uns in die Irre leiten. Sie muss uns sagen, wo sie sind. Bitte. Ich kann euch nichts mehr sagen. Dann können wir sie nicht unversehrt lassen. Verschwindet endlich! Die Zeit verrinnt so schnell in dieser Welt. Das Leben kürzt sich ab. Sie sind hier und wir finden sie. Nein, nein, hier war niemand. Sie lügt. Bedauerlich. Wer Lügen spricht, soll schweigen. Bitte glaubt mir doch. Hier ist niemand außer mir. Doch, sie sind hier. Ah, jetzt kann ich das Zeug werfen. In dem Kopf kann ich das Blendpulver gut ins Feuer werfen. Ja, dann mach. Aber ich muss ihn versiegeln, sonst fällt es raus. No. Lappen. Ich könnte die Halsöffnung mit dem Lappen zustopfen. Ja, mach mal. Jetzt rieselt nichts mehr raus. Na toll. So mach schnell. Ja, ich mach schon. Sie verschwendet Zeit. Nein. Sie sind hier und wir finden sie. Ja, aber lass mich doch... Nein. 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 Oh nein. Sie haben sie einfach getötet. Die Kreatur kommt zum Kutschbock. Ich muss uns hier wegbringen. Ich mache ja schon. Was ist mit Isida? Es geht ihr gut. Sie ist geflohen. Aber ihr Schrei... Die Kreaturen haben sie verletzt. Doch dann haben sie von ihr abgelassen. Aber... Und dann ist sie in den Wald gerannt. Nuri, wir müssen hier sofort weg. Die werden uns töten. Ah, oh nein! Oh nein! Geh noch mal nach oben. Oh. Die halten mich nur... Mach hier den Riegel auf. Wenn ich jetzt rausgehe... Dann... Vielleicht verscheucht ihn dieses Pulver. Aber wenn nicht, ist alles aus. Dann mach. Vielleicht, aber wenn... So nicht. Wie denn? Die Tür bleibt zu. Ja, dann stech doch mit dem Messer einfach rein. Noch bin ich nicht lebensmüde. Wieso? Stech einfach rein. Oh, ist gruselig. Wieso nicht? So nicht, sagt er. Ja, wie dann? Wer baut auch Puppen aus Ton? Keine Zeit für... Unwahrscheinlich. Vielleicht verscheucht ihn dieses Pulver. Aber wenn nicht, ist alles aus. Ja, aber dann mach doch einfach mal. Der bleibt besser bei mir. Ach nein. Dann nach da raus. Unsinn. Ich verstehe es irgendwie gerade nicht. Das funktioniert so nicht.
doch vielleicht was mit dem... Aber er sagt ja, das mit dem Dings ist eine gute... Ach, jetzt geht's doch nach oben raus, oder was? Hä? Hä? Wieso geht das gerade? Eben ging das nicht. Guck mal, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Und auf die geht nicht. Doch, auf die Kreatur. Dann machen wir das sonst hier in das Lagerfeuer noch. Fex, steh mir bei. Es hat nicht funktioniert. Nein. Sie ist tot. Was soll ich dann machen? Mist, dann muss ich nochmal nach unten, oder? Die halten mich nur auf. Kannst du noch einen Puppenkopf nehmen? Scheiße, wieso hat das nicht funktioniert? Verdammt. Aber Magnesium kann ich nochmal nehmen. Mit bloßen Händen? Nee, nicht mit bloßen Händen, aber du könntest die Dinger abschneiden, dir einen neuen Kopf nehmen. Das hätte die Puppenspielerin nicht verdient. Was? Das hätte die Puppenspielerin... Um was geht's denn hier? Es geht um Leben retten. Das ist wohl wichtiger als die ollen Puppen. Bleib du bei der Tür. Hm. Hä? Dann renn einfach los. Los, beweg dich. Mein Arm ist zu kurz. Das hätte funktionieren sollen. Aber... Ich schneide nicht wild herum. Die Kreatur will ich die ganze Zeit, aber das geht nicht. Oh, was soll ich denn machen? Mein Arm ist zu kurz. Kann dein Zauber auch Tiere heilen, Nori? Wozu? Die heilen sich doch selbst. Nein, ich lasse es so. Was ist damit? Natürlich. Sei ein einziges Mal nützlich. Jawohl. Ich schnappe mir ein Holzscheit und brenne euch die Augen aus. Aber erst sehe ich mich nach anderen Möglichkeiten um. Das war zumindest schon mal einer. Das lässt sich nicht schneiden. Noch bin ich nicht lebensmüde. Die Tür bleibt. Ich verhalte mich besser ruhig. Magnesium kann ich nochmal nehmen. Ich muss doch irgendwas machen können. Das hätte die Puppenspielerin nicht. Dazu müsste es zerbrochen sein. Hm. Das hätte die Puppenspielerin. Dann weiß ich langsam auch nicht. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut. An dieser spannenden Stelle und versuche weiter unser Leben zu retten im nächsten Part von Satinavs Ketten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.